Und wir haben ja seit einiger Zeit einen grausamen Krieg in Europa, und ich sage das auch vorweg, einen russischen Angriffskrieg, der nicht zu rechtfertigen ist und daher auch nicht völkerrechtskonform ist, begeben hat, wo man heute weiß, dass die CIA hier massiv mitgewirkt hat und dass man hier einen Machtwechsel vorgenommen hat, der kein demokratiepolitisch gerechtfertigter war. Und daraus ist dann auch in Folge ein Bürgerkrieg entstanden, wo über 10.000 Menschen in der Ostukraine, in Donetsk, in Lugansk, grausam ums Leben gekommen sind, über viele Jahre hinweg, wo Europa weggesehen hat und sich leider nicht als Vermittler eingebracht hat. Und jetzt haben wir eine Entwicklung, wo ich es völlig vermisse, dass europäische Unionspolitiker hier Schritte setzen, wo man sagt, bitte, wir wollen Frieden, wir wollen die beiden Kriegsparteien auf einen Tisch bringen, wir wollen nach friedlichen Lösungen suchen, wir wollen einen Weg heraus aus dem Krieg finden. Das findet alles nicht statt, sondern wir erleben Waffenlieferungen, wir erleben Sanktionspolitik, wir erleben weitere Zuspitzung statt Entkrampfung, und ich glaube, man wird nur in der Form einen Weg aus der Krise finden, indem man auf den Verhandlungstisch zurückkehrt. Und solange man das nicht tut, wird dieser grausame Krieg mit zigtausenden Menschenopfern weitergehen. Und das wollen wir nicht. Und ich glaube, gerade wir Österreicher als neutrales Land wollen, dass unsere Politiker zumindest hier diese unsere Neutralität wiederbeleben. Das findet leider nicht statt. Wir erleben, dass manche politische Parteien in Österreich sogar seit vielen, vielen Jahren davon träumen, NATO-Mitglied werden zu wollen. Das findet im Hintergrund so still und leise statt. Das darf man aber nicht außer Acht lassen. Da gibt es Strömungen, die auch in Österreich unsere Neutralität am liebsten über Bord werfen wollen. Ähnlich wie es jetzt auch